Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Vorstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Glauben Sie mir, ist das sinnlos? Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie ist verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Stimmt nicht. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat die Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht, das er Grafenbeirat hatte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und ausgerechnet Himmler! Das sind meine privaten Klamotten, so laufe ich immer rum, wenn ich in dieser Gegend bin. Na, wonach sieht das denn aus, Welke? Auf dem Bello. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Was labern Sie denn da für ein Dünnschiss? Zu viel Ethanol geschnüffelt oder was? Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler, ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Mein Führer? Ja, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze Tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. So, es ist endlich gekommen.